Ja, herzlich willkommen zu einer letzten Ausgabe dem Jahr 2019. Das Jahr hat völlig geprägt. Es war auch mega, was die Stadt und das Land bewegt hat. Aber was die Stadt und das Land nicht bewegt hat, waren die Freundlichkeiten, weil ich finde, man hat schon ein gewissen Pflichtbewusstsein. Ich kann auch nicht unfreundlich sein und es ist einfach nicht hinnehmbar und es ist auch nicht tolerierbar, weil andere lernen es nie. Ich habe eher so, Prost, das Gefühl, dass die Eltern den Kindern falsche Erziehung beibringen und klar muss man sich nicht mit jedem oder jede verstehen. Aber es gibt noch lange nicht das Recht, hier auf unfreundlich zu tun, weil unter anderem der Mensch muss freundlich sein, akzeptiert werden und, und. Weil die Unfreundlichkeit ist eigentlich so ein Zugeständnis unter dem Motto, Scheiße, ich bin von meiner Mutter und von meinem Vater schlecht erzogen worden. Ich könnte mich heute fest in den Hintern treten. Es ist einfach meines Wissens nach nicht in Ordnung, dass die Menschen einfach nur unhöflicher werden, anstatt hier zu sagen, ja, Höflichkeit haben sie recht. Aber ich finde es eigentlich nur noch widerlich und respektlos und auch dreist, dass die meisten eigentlich nur noch, ich weiß nicht, nur mich meiden wie der Teufel das Wasser. Und das kann ich persönlich nicht respektieren. Und daher sage ich auch, liebe Damen, wenn ihr einen schlechten Tag habt, dann sagt euren Arbeitgeber, mir geht es nicht gut, ich will nach Haus und fertig. Weil so eine Dreistigkeit habe ich in meinem ganzen Leben, und das sage ich jetzt offen und ehrlich, so eine Dreistigkeit von Unhöflichkeit habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Beziehungsweise ich habe es öfters erlebt, weil anscheinend ist man von den Eltern so erzogen worden, dass man sagt, ja, unfreundlich, unfreundlich. Da stehen mir schon die Haare zu Berg, wie die meisten Damenwelten hier sich aufführen, als ob's eigentlich im Recht sind und ich nicht. Da täuscht ihr euch, leider. Nur so viel dazu. Ich bin zwar kein Damenfeind, aber mir geht es tierisch auf die Nerven, dass man hier auf Unhöflichkeit tut. Und ja, was soll ich zusätzlich noch sagen? Kaum geht man zum Bus oder Bahn. Suchen Sie einfach das Weite. Also klar, es ist mir auch klar, dass ich dann auch gerade nicht freundlich reagiere, wenn man mir hier, wenn ich mich gekränkt fühle, weil
Für mich ist das eine Art Beleidigung, mich zu meiden. Und das kann. Und ich will das auch nicht akzeptieren. Man sollte einfach nur noch sich denken, wenn die von mir weggehen, Mann, sind die doof. Ist auch schade, dass Unfreundlichkeit nicht strafbar ist, weil dann müssten dann alle Damen, die zu mir unhöflich sind, in der JVA sitzen und mal nachdenken, wie man sich benimmt. Total unverachtet und respektlos. Ja, bevor ich mich weiter ärgere, gehen wir zu einem ganz bestimmten Thema, das ist nämlich auch Weihnachten. Weihnachten ist natürlich auch, wie ich jedes Jahr sage, das Fest der Liebe. Und auch daran scheitert es eigentlich immer, weil ich finde es sehr komisch. Man bemüht sich eigentlich total. Aber in Wirklichkeit ist das nur, für mich ist das nur eine Tyrannei, nichts weiter und nichts mehr. Und ich finde es eigentlich so uncool, wie die meisten wirklich. Weil Weihnachten ist wirklich das Fest der Liebe und ich finde auch das Fest der Hoffnung. Weil zu Weihnachten wäre auch immer eigentlich Zeit, eine Partnerin oder einen Partner zu finden. Ja. Und ich finde eigentlich auch, wenn ich das so sagen darf, es tut mir persönlich in der Seele weh. Man kommt sich meistens, beziehungsweise schon öfter sehr verschaukelt vor, weil ich sage dann immer, zum Nahen halten kann ich mich selber. Und das stimmt ja auch. Und ja, lasst euch bitte mal gesagt sein, liebe Damen, auch wenn ihr es nicht gerne hören wollt. Nur weil man nicht schlank ist wie eine Spaghetti oder wie ein Zahnstocher oder wie eine Kerze, braucht man sich nicht zu fürchten. Wenn euch eure Mütter sowas einreden, dann haben die echt wenig gelernt, möchte ich nur mal mitsagen. Weil mir hat man nämlich was anderes beigebracht, dass man höflich sein sollte und immer für die Partnerin oder der Partnerin eigentlich da sein sollte und sie für den Partner auch da sein sollte. Es ist wichtig, finde ich. Wie in guten und in schlechten Zeiten, finde ich. Und man kann es wirklich nicht so angehen, dass man sich hier auch
insbesondere sehr zum Nahen halt. Und ja, wollte eigentlich wissen, wie viel Grad wir haben. 3,5 Grad plus. Wundert mich auch nicht, weil wir haben Dezember. Ja, es gibt einerseits noch was Besonderes. Ich habe in den letzten Tagen, beziehungsweise letzten Monaten, November hat es angefangen, wie die Firma Red Bull und dessen Mutterschutz, habe ich ein Gletschereis ausprobiert. Ich muss sagen, schmeckt viel, viel besser als wie das Originale. Das Originale ist mir, ich weiß nicht, ist mir zu versalzen, als ob der Koch verliebt wäre. Ja, und ich finde, zu Weihnachten sollte man sich nicht hinter den vier Wänden vereinsamen, weil ich finde, Weihnachten, Frühling und auch Sommer sind die guten Zeitpunkte, wo man miteinander sein Glück probieren sollte. Eher aufeinander eingehen statt weggehen. Das ist die Devise. Und wer das noch immer nicht gelernt hat, der hat im Leben echt versagt. Ja, morgen in 10 Tagen, also heute in 11 Tagen, haben wir Weihnachten. Ja, ich bin gespannt, was ihr so treibt. Ich weiß es auf jeden Fall noch nicht, aber ich werde, so gut es geht, werde ich halt viel machen. Ich weiß noch nicht was, aber ich werde auf jeden Fall viel tun. Wegfahren vielleicht, einen gemütlichen Lenz machen. Ja, Netflix gucken. Ich habe nur meinen alten Account gekündigt, weil es ist nichts mehr Neues dazugekommen und das macht ja einen sehr, sehr traurig. Ja, ich finde eigentlich auch, dass man gemeinsam irgendetwas erlebt. Zum Beispiel denke ich, ihr wisst schon, ich denke auch gerade an Weihnachtsshopping. Ja. Aber als alleinstehender Mann hat man ja auch immer gewisse Vorteile. Man braucht für die Partnerin nichts besorgen, weil bringt sich ja auch nichts. Ja, das beste Geschenk für einen Einzelnen ist eigentlich immer so eine Auslandsreise. Ich habe das. Ja, ich habe das im August einmal gemacht, hatte ich eine Woche frei, bin ich eine Woche ins Ausland gefahren. Ja, am Donnerstag, den 12.12. hatte ich es auch so schön gehabt, bin ich auch ins Ausland gedüst, weil ich habe mir gedacht, es ist eigentlich so eine schöne Reise. Und
Da muss man einfach sagen, ja, das stimmt. Die Reisen sind wunderschön. Ich finde es aber besonders herrlich, dass man im Ausland auch Sachen günstiger bekommt als im Inland. In Deutschland muss man, ja, muss man für eine Semmel den vollen Preis bezahlen, aber in anderen Ländern zahlst du so zwischen 5 und 9 Cent. Ich finde das geil. Also lasst euch auch mal gesagt sein, es kann cool sein, aber muss nicht. Ich habe zum Beispiel einen Kaffee für 49 Cent bekommen. Sind 100 Gramm Kaffee, ergeben so circa 1,5 bis 2 Tassen. Es ist einfach ganz, ganz gut. Und dann habe ich auch noch als Ersatz, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ich habe auch als Ersatz so einen Kaffee Sirup in Pulver genommen und ich habe heute ausprobiert, ja, das Karamell hat heute lecker getan. Würde ich wieder machen, aber nicht mehr so viel, sondern vielleicht nur noch so, weil vorhin war es gerade so, ja. Ist ja auch piep egal. Das Einzige, was allen glücklich macht, ist eher die Weihnacht und wo die Menschen auch beisammen sind. Vielleicht erlebe ich das auch einmal, dass ich dann mit einer netten, attraktiven Dame bei Tisch sitze, einen Kartoffelsalat mit Schnitzel, ist das lecker. Als Vorspeise bestimmt Graf-Dracula-Suppe. Knoblauchcremesuppe meinte ich, ja. Ja. Heute wird das Video nicht allzu lange. Lasst es jetzt euch schon mal gesagt sein. Weil ich möchte hier nicht stundenlang drehen und dann gefällt es keinem. Ist auch schade um meine Zeit und schade auch für meine Nerven natürlich. Weil ich möchte eigentlich eher die, wie die anderen Kollegen, die auf YouTube sind, möchte ich auch gerne so viele Positiv-Likes haben, weil Negativ-Likes, nein. Das ist einfach auch gerade nicht menschenwürdig. Da kann ich nur eins dazu sagen. Wenn euch das Video nicht gefällt, erspart euch bitte diesen Dislike, weil das kann ich wirklich nicht ab. Weil das kann ich nicht hinnehmen, auch nicht akzeptieren. Und ja, das war's eigentlich für heute. Das nächste Video wird dann irgendwann Mitte Jänner stattfinden. Aber es werden bestimmt ein paar Silvester-Videos von mir kommen. Könnt euch sicher sein und wünsche euch somit noch angenehme Weihnachtstage und liebe Damen, bitte denkt daran, seid freundlich zu mir, ich habe euch nichts getan. Tschüss.